Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Kai. Danke. Und schönen guten Abend, Isabel Varell. Isabel, du bist auch Legasthenikerin und hast sofort, als du den Artikel gelesen hast, einen Leserbrief geschrieben an Kai. Warum und was stand drin? Ja, ich konnte gar nicht anders. Ich freue mich auch sehr, dich heute kennenzulernen hier. Das ist aufregend. Mich hat das sehr berührt und ich musste beim Lesen dieses Artikels wirklich schlucken, weil du das auch so beschrieben hast, dass du als dumm gegolten hast in der Schule. Und das ist meine Geschichte. Ich habe meine Geschichte dort gelesen. Und ich konnte gar nicht anders, als ihm sofort zu schreiben. Ich habe geschrieben, dass ich fast Tränen in den Augen hatte und dass ich es aber auch geschafft habe. Ich schreibe heute Bücher. Ich moderiere ein Vormittagsmagazin im ersten Live nach 9. Also ich habe es ja auch geschafft. Bei mir hat sich das im Laufe der Jahrzehnte sogar ein bisschen behoben. Aber es ist trotzdem immer wieder herausfordernd. Aber ich habe einfach mich bedankt bei dir in meinem Brief, dass du das Thema so behandelst und auch bei dem Team des Sterns, dass sie diesem Thema so viel Aufmerksamkeit schenken. Das machen wir auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe heute Nachmittag gepostet, dass ich zu diesem Thema hier bin. Und so viele Menschen haben mir jetzt heute schon geschrieben. Weil das ist ja eben das Problem, dass heute das noch nicht so richtig erkannt wird. Weder von Eltern noch von Lehrerinnen und Lehrern. Bei mir war das damals so. Ich bin ein Kind, ich bin 61 geboren. Und ich war in den 70er Jahren Teenager und ich war die Lachnummer in der Schule. Und wie schlimm das alles für dich war, besprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Dann sprechen wir mit Isabel und Kai über das Thema Legasthenie. Wir sind zurück bei Zawakis und Optnövel live mit Isabel und Kai. Beide Legastheniker und wir haben euch hier mal in eine Klassensituation zurückversetzt. Ich weiß, das war für euch früher immer der Horror, aber wir haben nichts getriggert. Ihr seid fein damit, dass wir hier sitzen jetzt. Aber was war damals so schlimm, Kai, in der Schule? Es waren die Kleinigkeiten, glaube ich. Dass einfach, es wurde wenig an einen geglaubt. Es waren Schwierigkeiten, wenn man mal eine Idee hatte, wie man die lösen könnte. Dann war jeder motiviert, aber es gab nie irgendwie eine spätere Nachfrage, wie man eher darauf eingehen könnte. Hilfsmittel haben gefehlt, aber auch einfach Verständnis von vielen Leuten. Wie war es bei dir, Isabel? Ja, dieser Satz, es hat niemand an einen geglaubt. Das war auch bei mir so. Und man war halt einfach wirklich seelisch am Boden. Ich bin ja eine andere Generation als du, wirklich keine Worte dafür. Ich habe mich nur noch gefühlt wie ein Versager und dass aus mir nichts wird. Das hat man mir auch zu Hause gesagt. Und vor allen Dingen auch deine Deutschlehrerin hat das ja immer wieder auch deiner Mutter meine gesagt. Meine Mutter, ne, wurde immer wieder in die Schule zitiert und es wurde einfach nicht erkannt. Und ich habe dann erst mit Anfang 20 von Legasthenie gehört und dann habe ich angefangen zu verstehen. Aber habe es trotzdem natürlich noch bei mir behalten. Ich habe das immer vertuscht. Ich habe dann in weiteren Aufgaben im Leben, ob das als Schauspielerin auf der Bühne war, eben Texte auswendig gelernt, bis zum Gehtnichtmehr, um bei einer Leseprobe nicht lesen zu müssen. Aber es kann sich auch auflösen. Es kann sich überwinden, das Ganze. Es ist zwar nicht heilbar und es kommt diese Angst natürlich auch heute noch immer mal zurück. Wenn wir zum Beispiel in unserer Sendung Live nach 9 so eine Karte reingereicht wird, die Angst ist immer da, obwohl das bei mir nicht mehr so schlimm ist. Aber wir können mal zeigen, was das dann mit dir macht und wie du oder ihr auch Texte seht. Wir haben da noch mal ein Beispiel. Also die Buchstaben fangen an zu springen, verschwimmen. Ist das so ungefähr das, was bei euch im Kopf dann los ist? Also ich glaube, für jede Person ist es anders. Ich glaube, das wird schon Game ganz gerecht, wie ich Sachen sehe. Manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schwerer. Kommt auch darauf an, wie lang der Text ist und was der Zeilenabstand ist, so auf Kleinigkeiten. Aber es ist schon ziemlich akkurat. Es ist auch so eine Tagesform. Also ich habe das heute nicht mehr so. Früher hat sich alles völlig verknotet, jeder Buchstabe. Aber Gott sei Dank kann sich das auch wirklich geben. Es gibt auch das ist so unterschiedlich, wie Legasthenie ausfallen kann. Und man kann auch dort viel tun. Es muss nur erkannt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema
besprochen wird. Man muss einfach Kinder überprüfen, ob das einfach nur eine, ja, also das, es gibt so viele, die das haben. Und das ist einfach wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer und Eltern das bei ihren Kindern erkennen. Das passiert heute noch. Dass es und vor allen Dingen, dass es unterstützt wird. Also wir haben ja gerade im Beitrag erschreckenderweise gehört, es gibt Ergotherapie, es gibt Logopädie. Alles wird von den Krankenkassen unterstützt und übernommen, aber eine Lerntherapie bei Legasthenie nicht. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Absolut. Vor allen Dingen, es hat ja auch psychische Folgen. Ich meine, du bist zum Beispiel, Kai, du bist ein unheimlich starker Typ und du hast das für dich auch völlig umdrehen können und das auch als Werkzeug sogar nehmen können. Und du bist eine andere Generation. Aber es gibt auch in deiner Generation sicherlich junge Menschen, die nicht so eine Stärke haben wie du und daran kann man zerbrechen. Dann braucht man auch Psychotherapeuten eines Tages und die werden dann bezahlt. Absolut. Du hast es gerade auch gesagt, klar, es ist eine andere Generation. Du hattest gar nicht diese Hilfsmittel, die digitalen, die du natürlich hast. Weil du sagst, du hast noch nie ein Buch gelesen. Warum? Weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist für dich. Du brauchst gar nicht im Alltag zu lesen. Nee, also digitale Sachen sind super. Ich glaube, die Digitalisierung hat ziemlich viel vorangebracht. Auch vor allem, wenn es ans Lesen kommt, ans Schreiben. Ich glaube, alle langen Texte, die wichtig sein müssen, die diktiere ich nur. Ich lasse mir viel vorlesen, das kann jedes Handy. Jedes Handy kann heutzutage diktieren und Sachen vorlesen lassen ohne Probleme. Und Kleinigkeiten im Alltag, wie diesen, wie gerade im Film gesehen, diese E-Mail-Futter, dass einfach jeder Bescheid weiß und dann fragt sich auch keiner mehr was und ist auch jedem total egal. Weil in den meisten Jobs ist einfach Rechtschreibung quasi von überbewertet. Und solange man den Content versteht, muss man auch nicht richtig lesen können. Ihr habt das toll hingekriegt, trotz dieser Einschränkung mit der Situation fertig zu werden. Man muss sich nicht schämen. Nein, absolut nicht. Es bleibt in einem drin. Auch als ich dann von dem Stern eine Antwort bekam, ob sie meinen Leserbrief veröffentlichen dürften, hatte ich für einen Moment diese Angst. Könnte mir das schaden? Was könnte sich daraus ergeben? Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich bin zu alt, um Ängste zu haben. Ja, dann habe ich Einverständnis gegeben. Dann kam eure Einladung, habe ich wieder ganz kurz Angst gehabt. Was könnte das bedeuten? Aber aus uns ist auch was geworden. Absolut, natürlich. Ich schreibe sogar Bücher und ich schreibe sie wirklich selbst. Und, ja, natürlich, das ist sensationell und das ist ganz, ganz spitze und da freuen wir uns auch sehr. Aber Kai, wie ist das bei dir dann in dieser Situation, wo dann trotzdem die Hilfsmittel nicht reichen? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Im Alltag gibt es immer wieder so Sachen, wo man sagt, hey, jetzt wäre es ganz praktisch. Man ist vielleicht mal im Amt und muss irgendwas bei der Bank und muss irgendwie Papiere ausfüllen. Und ich glaube, wenn man Leute nach Hilfe fragt, dann wird keiner jemals Nein sagen. Das ist der Nummer-1-Tipp. Und ja, es sind so Kleinigkeiten. Da kommt man vielleicht mal an die Grenzen. Aber das passiert so selten, dass ich wirklich sage, jetzt ist ein Punkt, wo ich Hilfe brauche. Meistens kommt man mit den normalen Sachen vollkommen klar und hat überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir hoffen, dass wir mit diesem Talk aufklären konnten. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Und ihr seid tolle Vorbilder, genauso wie Bill Gates, wie Steve Jobs, wie Albert Einstein. Alles Legastheniker gewesen und auch aus ihnen ist was geworden.